Hallo, in dieses Video erkläre ich den Unterschied zwischen einem normalen Zählenbrief, wie wir den in den letzten Videos gemacht haben, und die Option Verzeichnis. Ich habe jetzt hier ein Beispiel erstellt und das will ich jetzt in einen Zählenbrief umwandeln. Wie gehabt, ich gehe dann hier auf Sendungen und hier habe ich jetzt die Option Briefe, die wir benutzt haben, und man hat die Option Verzeichnis. Und ich erkläre den Unterschied zwischen Verzeichnis und Briefe. Machen wir erstmal Briefe, das was wir kennen, Briefe. Und jetzt suche ich mir die Empfänger aus, Empfänger auswählen, vorhandene Liste verwenden und werde jetzt die Datenquelle aussuchen. So, ich bin jetzt hier im Ordner meine Kontakte und die Datei heißt Kontakte. Die tue ich dann aufmachen, das ist wieder eine Excel-Datei und die Daten sind in der Tabelle Kontakte. So, und jetzt werde ich die Seriendruckfelder hinzufügen. Und Seriendruck Vorname. Ich will jetzt hier, dass der Name und dass der Vorname und Name zusammensteht. Deswegen der Vorname. Dann mache ich einen leer und dann kommt der Name. Die Firma soll hier kommen. Firma und die Stelle von der Person in dieser Firma soll hier kommen. So, dann haben wir es. Und von mir aus können wir auch noch die Telefonnummer. Und dann kommt die Telefonnummer. So, jetzt habe ich ungefähr so einen Datensatz. Ich will noch was machen. Ich will dieses Leer mal wegkriegen. Du mal alles markieren. Bei Start und zwar Abstand entfernen. So, jetzt sind die enger zusammen. Genau. So, und wenn ich jetzt wieder bei Sendungen gehe, die Vorschau, dann sieht man, das ist jetzt der erste Datensatz. Der zweite Datensatz, dritte Datensatz und so weiter. Okay, entsprechend der Kontakte-Tabelle, was in der Tabelle Kontakte steht. Okay. So, jetzt, wenn ich jetzt gehe auf Fertigstellen und zusammenführen, wie wir es beim letzten Mal gemacht haben, ich mache mal jetzt einzelne Dokumente bearbeiten und alle. Bei einem Same-Brief, wie ich es das letzte Mal erklärt habe, kommt jeder Datensatz auf eine separate Seite. Also wenn ich hier auf OK gehe, entsteht jetzt eine neue Datei. Und da sieht man hier, das ist der erste Datensatz, diese Person, Ralf Schmidt. Und dann ist die Seite leer bis zum nächsten Datensatz. Das ist der zweite Datensatz auf einer zweiten Seite. Und so weiter. Und das ist jetzt die dritte Seite. Und so weiter. Und wir haben hier, weil wir in unserer Datenquelle sechs Datensätze haben, habe ich hier sechs Seiten. Okay? Und jede Seite hat einen Datensatz. Okay. Jetzt, wenn ich jetzt gehe auf die Option hier, ich kann ja die Option nachträglich, nachdem ich den Brief erstellt habe, kann ich die Option ändern. Also von Briefe gehe ich jetzt auf Verzeichnis. Okay? So, und wenn wir jetzt gehen auf Fertigstellen und einzelne Dokumente bearbeiten, wieder auf OK, jetzt sieht man, jeder Datensatz ist jetzt, oder vielmehr, die Datensätze sind jetzt unmittelbar untereinander. Da hört der erste Datensatz auf, hier. Dann, jetzt fängt der zweite Datensatz an. Und dann kommt der dritte Datensatz. Jetzt offensichtlich hier habe ich was, fehlt bei mir was, nämlich ein Leer. Dass man den ersten Datensatz vom zweiten und so weiter trennt, muss ich noch in mein Hauptdokument Leer hinzufügen. Das machen wir jetzt gleich. Ich beende wieder diese Datei, ohne zu speichern. Und hier mache ich mir ein und zwei Leers. So, jetzt ist genug Platz, um die Datensätze voneinander trennen. Wenn ich jetzt wieder auf Fertigstellen, einzelne Dokumente bearbeiten, auf alle gehe, jetzt sieht man, der Effekt von Verzeichnis viel klarer, nämlich das ist jetzt der erste Datensatz und das sind meine zwei Layers. Das erste Layer legt den Cursor hier und das zweite Layer macht diesen Leerraum zwischen den Datensätzen. Und da ist der zweite Datensatz, der dritte Datensatz und so weiter. Und das ist, was Verzeichnis macht. Verzeichnis setzt die Datensätze untereinander, während ein Serienbrief setzt jeden Datensatz auf einer separaten Seite. Und deswegen immer muss man achten, dass man hier genug Leer hat. Ja? Und die Anzahl der Leers kann man locker sehen, wenn man auf Start geht, hat man diese Absatzmarken anzeigen, heißt das. Und da kann man dann sehen, ich habe jetzt hier zwei Leers. Und diese zwei Leers sind notwendig, um die Datensätze voneinander zu trennen in dem Endprodukt. Okay? Und wie gesagt, bei Briefe ist jeder Datensatz auf einer separaten Seite
und bei Verzeichnis ist jeder Datensatz oder sind die Datensätze dann quasi untereinander. Und die Option Verzeichnis, ich tue gerade wieder diese Absatzmarke ausschalten, weil es irritiert. Und die Option Verzeichnis ist dann ideal, wenn man Kataloge machen will für Produkte oder wie jetzt hier. Ich gehe nochmal, wie in unserem Fall hier, ich habe jetzt meine ganzen Kontakte auf eine Seite, die kann ich jetzt ausdrucken, da kann ich meine ganzen Kontakte, auch wenn ich 2000 Kontakte habe, habe ich die alle auf x Seiten, einer unter dem anderen, da kann ich locker die alle durchgehen. Ja, und das ist der Effekt von Verzeichnis. Und man kann ganz einfach das nachträglich immer ändern. Also ich habe jetzt hier, wir sind hier auf Verzeichnis, ich kann locker wieder auf Briefe gehen. Und wenn ich jetzt gehe auf einzelne Dokumente bearbeiten, okay, alle, da habe ich wieder diese Briefoption quasi, dass jeder Datensatz auf einer separaten Seite ist.